So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Ein Dinosaurier aus Klemmbausteine. Cool. Nein. Ich bin ja die ganze Zeit bei Bluebricks. Seit 2 Monaten versuche ich, meine Steine zu bekommen, weil ihr kennt das ja. Ich habe hier mehrere Projekte hier liegen, die einfach nicht zu Ende gebracht werden, weil die mit den Steinen nicht nachkommen. Und dann gibt es ja an die Kastenbereiche, ist ja überall, so Kisten, so Regale, wo so günstige Klemmbausteine-Sets drin sind. Es gibt Autos, es gibt Figuren, Schiffe zwischen 1 Euro und 5 Euro. Dieses hier habe ich entdeckt, kostet 2,90 Euro, 2,95 Euro, also rund knapp an die 3 Euro. Hat 63 Teile. Schaut mal hin, es ist ein Dinosaurier angeblich. Für mich hat das nichts von Dinosaurier. Als ich den gesehen habe, ist mir sofort eine Szene in den Kopf gekommen. Mit so, ich sag mal so, Wüstengegend oder Wüstenplanet von Star Wars. Und was ich damit vorhab, und wenn das wirklich gut aussieht, so einigermaßen, werde ich mir davon natürlich noch viel, viel mehr holen. Aber diese Dinosaurier-Pakete, seht ihr, es gibt 6 verschiedene. 6 verschiedene Dinosaurier. Jedes Paket kostet an die 3 Euro. Der ist natürlich auch witzig, der nicht. Aber der jetzt hat mir wirklich gut gefallen. Und das nur, weil ich eine Szene im Kopf hatte. So sieht es von hinten aus. Gemalter Karton ist relativ witzig. Wie gesagt, an die 3 Euro, 63 Teile. Für einen Versuch kann man das machen. Ist einfach so und so. Und den baue ich jetzt auf und ich hoffe, dass ich, was ich im Kopf hatte, auch so einigermaßen hinkommt. Mache den Karton auf. Was haben wir da? Die Bauanleitung. Relativ übersichtlich, seht ihr das? So, jetzt muss man natürlich immer gucken. Seite 2. Das ist, ne, hier fängt man an. Klein, was haben wir dann? Ah, ein Tütchen. Ein einziges Tütchen ist da drin. Okay, 63 Teile sind ja auch nicht viel. Und deswegen wird das Video etwas länger gehen, weil eben ich zusammenbaue. Aber ich sehe schon, ihr seht es jetzt wahrscheinlich selber schon, es wird nicht ganz funktionieren, wie ich es mir gedacht habe. Warum nicht? Schaut mal. Ich habe echt gedacht, dass dieses hier hellbraun ist. Die Steine hellbraun, so wie hier drauf ist. Aber ihr seht selber, sie sind orange. Hellbraun, okay. Man hat ja in der Bauanleitung, man kann ja jetzt die Teile, wenn es eben gut aussieht, nachbauen. Aber nichtsdestotrotz fange ich jetzt mal direkt an. Aber wie gesagt, vielleicht fällt den einen oder anderen ja selber auf, was ich damit wohl vorhatte. Wie gesagt, ich habe es ja gesagt, eine Wüstengegend, Wüstenplanet. Wo ist denn ein? So, das Ganze 2-mal. Ah, die Farbkombi ist doch nicht. Nee, ist eigentlich schade. Ich habe wirklich da gesehen, dieses hellbraune, aber kann man jetzt natürlich nichts machen. Im Prinzip stört mich das jetzt ein wenig, weil ich hätte es euch in diese Form und Farbe natürlich gezeigt, wie ich es im Kopf habe. Aber wie gesagt, das hier kann man ruckzuck nachbauen. Man hat eine Bauanleitung, Teile, Tütchen jetzt, dann passt das schon. So. Okay. Passt. Seht ihr, sind so hier die Bauabschritte drauf und so, wie es dann zusammengehört. Muss man 2-mal gucken. So, jetzt wieder ein. Dieses mit dem Doppelteil kommt jetzt auf eine Seite nach hier vorne. Dann wieder der längliche hier drüber als Stabilität und dass es eben der Körper größer wird oder dicker. Und 2-mal hinten. Der nach hinten geht. Aber wie... Zweimal das.
Der passt da nicht rein. Ach so, vier von dieser einer. Ja, ich war nämlich jetzt in Gedanken und habe was übersehen. Aber nichtsdestotrotz, wenn ihr mal so in so, ich sag jetzt mal, bei Blueblix reingeht und nehmt ihr dann auch immer so kleine Sachen mit. Es gibt ja so schöne, bunte, kitschige Einhörner, die man verschenken kann. Oder jetzt zu Ostern, was natürlich sehr cool ist, so Osterhasen habe ich natürlich auch ein paar mir besorgt. Es ist, ab und zu ist das eine nette kleine Geschenkidee. Natürlich, wenn da einigermaßen Steine drin sind, die ich gebrauchen kann. Dann, ihr kennt das ja, Teilespenderkiste bei mir, kann nie voll genug sein. So, jetzt kommen die zwei, die so braune, kommen hier unten dran, vier Stück als Füße. Und dann natürlich die Dreiecksteile dran. Aber ich weiß jetzt, oder so aus dem Kopf, wie ich das demnächst bauen werde, dass ich welche habe. Das ist ganz klar jetzt. Dann werde ich mir eine andere Farbe besorgen, diese Steine. Weil nein, ich kann mir das, was ich wirklich wollte, das funktioniert wohl nicht. Das sind die Füße. Das ist zu orange. Das würde nicht. Ja, wir gucken gleich. Es würde nicht aussehen. So, das ist alles so. Jetzt kommt ein Runder hiervon nach hierhin. Und einer nach hinten. So. Körper. So. Ist dick genug eigentlich. Einer jetzt hier drauf. So, dann kommt. Ach so, hier ist noch ein Einer. Der kommt hier hinten dran. Dann dieses Teil. Oh, dieses war falsch. Da muss noch ein Andeiser. Und das Schwänzchen, seht ihr, es ist etwas zu dick. Es geht da nicht wirklich doch, aber mit sehr viel Kraft. Mit sehr viel Kraft. Also da wäre jetzt, ja, das Braune, das wird aber doch nicht so das Orange. Meine Güte, das ärgert mich schon so. So, jetzt kommt der nächste Bauabschnitt. Zwei davon. Jetzt wird es ein bisschen ein Einer kommt. Einmal, zweimal die weißen. Einmal, zweimal. So, jetzt kommt der, kommt danach hier vorne hin. Zwei von denen hier seitlich. Dann soll das so aussehen. Ja, ich bin gleich fertig. Dann geht es weiter. Die zwei Augen kommen hier an der Seite dran. Ja, ich glaube, vielleicht haben sie sich auch vertan, dass da eigentlich so ein brauner Ton reingehört. Aber ich kann es nicht mit Sicherheit sagen. So, dann kommt einmal der Zweier, einmal der Einer. Sieht dann so aus. Dann geht's weiter. Ja, ich muss jetzt immer ein bisschen gucken. Zwei von die hochgehen, kommen über den Augen. Einmal. Zweimal. Diese Zeile kommen hier dran. Ups. Das stimmt aber was nicht. Ach, da kommt in der Luft. Der bleibt in der Luft, so wie es aussieht. So, das ist so. Die Teile
Komm nach oben hin. Das hier ist das Maul, wie ihr seht. Passt also. Bin jetzt gleich sofort fertig. So, dann kommen diese seitlichen Teile. So, so umdrehen, dann kommt jetzt die gelbe Platte hier als Stab. Okay, die Farbkombi so passt natürlich jetzt. Da kann man jetzt nicht meckern, aber die gelbe hier vorne. Erst kommt der, dann kommt der, dann kommt das kleine Horn hier dran. Die größeren kommen hier jetzt an der Seite in Gelb. Einmal könnt ihr natürlich drehen, wie ihr wollt, dass die Hörner wie meiner woanders sind. Zweimal. So, ihr könnt ja natürlich auch zwei verschiedene bauen. Aber ich habe jetzt den und der kommt jetzt hier vorne hin. So. So, jetzt muss ich echt sagen, er sieht süß aus, muss ich sagen. Aber die falsche Farbe für mich. Seht ihr das? Der Farbton gleicht nicht das, was auf dem Karton ist. Ich hätte mir das ein bisschen brauner gewünscht. Aber ihr seht, den Kopf kann man bewegen. So, und was ich damit vorhatte, ich werde ihn jetzt natürlich nachbauen, vielleicht ein bisschen größer für ein Sandmonster. Und wer geht natürlich auf die Sandmonster drauf? So, die hätten natürlich, wenn das jetzt ein Braunton gewesen wären, wollen wir ehrlich sein, hätte das wunderbar gepasst. Seht ihr das? Ein bisschen dicker. Ich werde ihn jetzt nachbauen. Natürlich werde ich alle Teile jetzt mir nochmal aufschreiben, welchen Braunton ich haben will. Und ein bisschen dicker machen, die Beine etwas länger, dass der eben passt. Ihr seht die Größe, wenn er daneben steht, ist ein wenig klein. Aber wenn die Farbe gepasst hätte, okay. Aber wie würdet ihr die Idee finden? Dann kann man ein schönes Dino, also so ein Diorama von machen. Seht ihr das? Passt doch irgendwie. Kopf hoch, ein bisschen größer, passt. Also nichtsdestotrotz, das ist ein Mitbringsel, was eine Kanzel ist, für knapp 3 Euro. Was haltet ihr davon? Wie findet ihr es? Ich werde irgendwas von Dinosaurier-Klemmbausteine unter das Video verlinken. Sicher, bequem und günstig auf jeden Fall. Jetzt eure Meinung bitte. Und das Wichtigste ist, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu.